Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Warlords. Wir haben Mission 2 geschafft und unsere Reise führt uns jetzt in Mission 3. Der Marsch gen Süden, die Stämme von Tukpan sind im Treu ergeben und bereit in Richtung Hung zu marschieren. So. Tukpan hat die Stämme seines Landes gegen den gemeinsamen Feind vereint. Jetzt muss er selbst zum Angriff übergehen, seine Truppen ins Gebiet der Hung schicken und sie für den Kampf bereit machen. Der Hung-König wird langsam ungeduldig mit seinen Kommandanten, die es immer noch nicht geschafft haben, die nördlichen Stämme zu überwältigen. Genervt befiehlt er einen Großangriff, um den Aufstand niederzuschlagen. Baut Steine ab und schützt die Burg mit mächtigen Mauern. Wehrt die bevorstehende Invasion eurer Feinde ab, baut Waffen und häuft Gold an, beschützt den Fürsten um jeden Preis. Ah, das kriegen wir doch hin. Revierverteidigung. So, und jetzt sollen wir nach Süden marschieren. Um das große Reich zu zerstören im Süden. Das Volk vereint. Gegen den Faschismus. ja. Wir haben jetzt Zugang zu Gemüsefeldern, Eure Exzellenz. Wenn wir ein paar Gemüsefelder anpflanzen, können wir die Gemüserationen steigern und ihr werdet noch beliebter. Nicht, dass ich mich über Reis zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen beschweren wollen würde. Ich rate dir auch. Eine Nachricht von Tukpan. Ab. Die Revolution wird uns nicht einfach in den Schoß fallen. Wir haben nur eine Chance, wenn es unseren Vorräten und Waffen nicht mangelt. Die Revolution. Ich mag's. Also, ihr geht mal hier hoch. So, dann schauen wir uns mal an. Wir haben hier, was? Ochsenkriegsherr. Und hier auch nochmal. Baut drei Gemüsehöfe. Der Burgherr stirbt. Ja, Gemüsehöfe bauen wir auch noch. Können doch hier abbauen. Ist auch cool. Ne, die können hier nicht abbauen. Irgendwie mag ich das. Was haben wir dann hier für Soldaten? Tukpan, geh mal wieder da raus. Ja? Was ist das? Können wir das einsammeln? Oh, das ist interessant. Wir werden angegriffen. Ja, er hat's richtig gehört. Ja gut, greift die jetzt an. Wir haben noch ein paar Arbeiter frei. Dann bauen wir mal mehr Bambus ab. Na komm. Erledigt erstmal die. Dann kommt ihr zurück. Denn den Burgkern kriegt ihr noch nicht hin. Aber da stand, wir sollen Stein abbauen. Ach, da oben können wir Stein abbauen. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Jetzt warten wir ein bisschen auf Holz. Das sieht irgendwie aus, als könnte dort auch noch ein Platz sein. Die Karte ist irgendwie komisch. Kann ich die Karte irgendwie drehen? Ja, drehen wir sie mal so. Irgendwie konnte man. Schauen wir mal. Rotation der Minikarte aus. So. Und dann sehen wir auch hier oben das Gebiet und das Gebiet. Nämlich irgendwie komisch aus, wenn die Karte abgeschnitten ist, also.
So. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ach ja. Gut, dann machen wir ein bisschen Holz. Wir wären besser gegen Angriffe gefeit, wenn wir die Stadt mit Steinmauern schützen würden. Ihr könnt Steine sammeln, indem ihr neben den Steinvorkommen in der Nähe Steinbrüche baut. Und vergesst auch nicht, Büffeljoche in der Nähe zu bauen, damit ihr sie transportieren könnt. Okay. Sobald der Steinnachschub gesichert ist, können wir Mauern bauen. Wenn ihr an der Grenze unserer Ländereien eine Mauer zieht, dann schützt sie das vor Angriffen. Wir dürften irgendwann jetzt demnächst auch das erste Gemüse reinkriegen. Täglich gegessen. Täglich produziert. Dann können wir das auch mal hochstellen. Und dann warten wir noch, bis wir ein bisschen mehr Holz haben. Von Tukfan. Behaltet die Hung-Siedlung in der Nähe im Auge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie versuchen werden, uns von hier zu vertreiben. So, wie sieht's mit dem Holz aus? Eigentlich könnte ich die abreißen und neu bauen. Wie viel? 10. Ach, die Arbeit. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So. Wir bauen mal nur ein schönes Haus. Ein überragendes Haus. Können wir mal. Doppelte Reisrationen. Ich liebe das. Ja. Schön für dich. Ich wollte wissen, die lagern die auch hier so. Nur die Frage, ob der eine Ochsenjoch hier reicht oder nicht. Dann unsere Burg ist vollständig umgeben. Wir Unterkünfte und eine Waffenkammer. Machen wir zuerst eine Waffenkammer. Weil die Unterkünfte können wir uns sowieso nicht leisten. Und dann machen wir mal Pfeilmacher. Es scheint, dass Kriege ziemlich teuer sind. Denkt daran, Hoheit. Je mehr wir eure Beliebtheit steigern, desto mehr Gold gibt unser geliebtes Volk dank der Steuern. Setzt Wohnraum, Reisrationen und Gemüserationen geschickt ein, um eure Beliebtheit zu steigern. Dann sind wir in 0, nichts reich. Ja, Geld ist ganz praktisch, habe ich gehört. Wir können keine Türme bauen, schade. Wie sieht's bei dem aus? Er baut mal wieder nichts, was ein bisschen schade ist. Macht euch bereit. Eine Nachricht von Tupfan. Ergreift die Waffen, meine Brüder. Ach, die. Das ist schade. Der lädt die so automatisch rein. Statt die so nach und nach aufzuladen. Weil wurden die ja so getragen und so. Das ist ein bisschen schade. Würde ich gern wissen, ob ich, wenn ich das hier dran baue, dann erstmal die Burg offen habe, ob ich die Mauern mit da verbinden kann. Ja, kann ich. Das fand ich nämlich beim Zweier schon immer cool. Komm mal hoch. Hoch. Ja. Hier, hier kommt auch noch hoch. Oh, das bricht jetzt zusammen. Ja. Aber das kriegen wir noch abgewehrt. Zwischenzeit. Können wir keinen Axtmacher. Ah. Weil der Feind zu nah ist. Jo, dann bauen wir halt neue Tor hin, sobald neue Steine da sind. Wenn wir genug Axtkämpfer haben, können wir dann auch dort oben den erobern. Was ist denn der da? Schöne Hütte. Schöne Hütte, eine Hütte. Eine Hütte, eine schöne Hütte. Hä?
Was ist denn das Problem? Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Du bist verbuggt irgendwie. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Kommt ihr her und erschießt mal dort oben den Bogenschützen. Und ihr baut mal noch zwei Pfeilmacher. Brauchen wir jetzt erstmal wieder Gold. Verkaufen kann ich nicht. Okay. Das heißt, dafür bräuchte ich dann auch wieder Gold. Was haben wir dann hier? Nur höchstens noch mehr Gemüse anbauen. Die örtlichen Stämme greifen an, Hoheit. Die nördlichen Stämme greifen an. Oh. Aber ich dachte, die nördlichen Stämme habe ich unter Kontrolle gebracht. Ah, jetzt kannst du dich auch wieder bewegen. Das ist interessant. Dann haben wir hier noch einen Bogenmacher. Oh, die wollen dort hinten. Geh mal hier hoch. Was machst du denn? Na. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Am Feind. Oh. Ach, da hinten sind auch noch Ressourcen. Geh die mal holen. Haben wir wirklich versteckte Ressourcen? Was? Hm. Interessant. Schauen wir mal. Gibt es noch mehr versteckte Ressourcen? Da sind noch welche. Und da. So. Bauen wir noch ein bisschen Holz. Guck mal hier hoch. Vielleicht kann ich das zerstören. Bauern werden benötigt, Hoheit. Bauern werden benötigt. Ach, ich habe kein Gemüse. So. Und dann. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Dann brauchen wir doch noch ein Haus. Da oben kommen wir noch nicht dran. Kannst du das? Nee. Das ist nur Deko. Gut. Dann lass die Deko in Ruhe und komm runter. Machen wir hier die Mauer mal dicker. Der Steinbestand ist zu gering. Steinbestand ist zu gering. Das ist auch meine Aussage. Weiß jetzt auch problematisch. Haben wir hier noch Weiß zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Und hier noch ein Reisfeld. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Dann dürften wir jetzt bald mehr Reis und bald mehr Gemüse kriegen. Gemüse kann ich vergessen, dann brauche ich aber auch nicht dich. Müsste dann trotzdem reichen für einfach. Reicht ganz knapp nicht. Schön. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Da Löcher drin? Das sind Löcher. Gut. Oh.
So, ihr Vieh kommt auch noch hier. Ich habe eine löchrige Mauer. So. Dann müssten wir jetzt aber genug von euch haben, dass wir dort oben den einnehmen können. So. So, dann bauen wir hier jetzt zu und dann ist das jetzt auf sichert. Wollte ich hier noch eine Mauer ziehen und die da reißen wir ab. So. Ja, ich habe schon Schöneres gesehen. Dann schauen wir mal, was kann denn der Ochse? Der Ochse kann mir Stein liefern, der Ochse kann mir Holz liefern. Beides brauche ich eigentlich nicht wirklich. Kann mir auch Eisen liefern. Ich habe eigentlich Holz. Wobei, Holz kann er mir tatsächlich mal liefern. Eure Waren wurden verschickt. Holz ist tatsächlich eine Idee. Dann baue ich einfach die Gemüse- und Reisfelder weiter aus. So. Und kann dann tatsächlich die Steuern erhöhen. Ihr dürftet jetzt das erstmal abhalten, was da kommt. Und wir brauchen ein Haus. Und dann mehr Gemüse, mehr Holz. Mehr Soldaten. Wohin laufen die? Oh. Ja. Da kann man theoretisch hinlaufen. Ich halte noch nichts dafür. Davon. Da ist ein Katapult. Mögen wir Katapulte? Wenn wir sie selbst haben, ja. Wenn wir sie nicht selbst haben, nein. Hier kommt man noch hier hoch. Mal hier hin. Wir verstecken uns hier. Dann, wenn sie nicht damit rechnen, dann überfallen wir sie. So. Oh, ich könnte bis dorthin schieben. Gut. Dann erledige ich die mal. Wir werden gar nicht damit rechnen. Wir werden angeschossen und reagieren nicht. Ja. Nicht gerade die schlauste KI. Sammeln, Bögen, sammeln, Äxte. So. Überhaupt nicht mein Ziel. Massenweise Soldaten herzustellen. Sondern. Waffen zu sammeln. So. Dann erobern wir trotzdem den nächsten. Hier stürmt. Die Bogenschützen kommen dann gleich nach. Feuer! Okay. Das hat keinen Sinn. Ihr umkreist die. Und ihr geht rein. So. Mehr Reis. Irgendwie ist das mit der Wirtschaft nicht ganz so schön, aber das Kampfsystem gefällt mir wirklich gut. Da kann man, denke ich, nicht sagen. Ich unterstehe eurem Befehl. Wir werden angegriffen. So. Na gut, er wird dasselbe verkaufen wie der. Eure Waren wurden verschickt. Eisen? Kann ich Eisen verkaufen? Kann hier nicht verkauft werden. Wieso sollte ich mir Eisen holen?
So, ihr kommt mal nach Hause. Bis jetzt hat er noch nie Anstalten gemacht, anzugreifen. Sammeln wir mal Äxte, sammeln wir mal Bögen. Kann ich wahrscheinlich auch nicht kaufen. Nein. Ja, und Gold. Machen wir mal hier noch ein Reisfeld und da. Gemüse. Und dann machen wir das weg. Damit wir ein paar Leute noch haben zum Rekrutieren. Und dann stellen wir mal auf schneller. Wir haben all das Gold, das wir für diese Armee benötigen, Exzellenz. Gold haben wir. Brauchen wir nur noch die Äxte und die Bögen. Auch echt mehr Reis. Dann kriegt ihr mehr Reis. So. Das ist die Frage, wie lange noch diese Mission dauert. Wenn ich die Burg hier erobern muss, wenn ich um die 30-30 habe, dann wäre das nicht mal problematisch. Das wollte ich. So. Dann. Wir verbessern die mal. Da dürfte eigentlich nichts dazukommen. Bei dem verbessern wir auch nachher nochmal. Dürfte der auch Eisen geben, was ich nicht brauche. Hoheit, die Hunnen greifen erneut an. Bögen und nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Dann bauen wir noch ein Haus und stellen die Reisration einfach runter. Brauch ja jetzt nicht mehr so viele Steuern. Da kommen sie. Wir stellen uns nochmal dort auf und werden sie dann wieder überraschen. Schauen wir mal, ob die wieder dran vorbeilaufen oder ob sie sich diesmal verteidigen. Wie wäre es, wenn ihr noch 7 Äxte produziert? Wir haben fast alle Waffen gesammelt. Unter Umständen werde ich das Video 2 Teile teilen. Ich kann das im Moment noch nicht abschätzen. Oh. Das sieht nicht ganz so gut aus. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Oh. Komm. Oh, dann werde ich es doch nicht aufteilen. Wir hätten nur die Waffen sammeln müssen. Okay, die Mission war sehr einfach. Und ich muss tatsächlich sagen, die 2 vorher haben mir besser gefallen. Aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Mission 4. Tschüss.